geht es mal darum, das Modul, das Rauchmodul von einem Terrorpanzer zu modifizieren. Original ist ja in dem Modul eine Mechanik verbaut, die mittels eines kleinen Motors eine Pumpbewegung erzeugt wird. Jeder, der seinen Panzer schon mal aufgeschraubt hat, weiß, wie das aussieht. Der merkt auch gleich, dass es also nicht von Dauer ist. Auch die Rauchentwicklung lässt da sehr zu wünschen übrig. Daher habe ich mal ein bisschen recherchiert und im Internet eine Anleitung gefunden, wie man das eben umbaut. Mittels eines Mikrolüfters 20 x 20 x 5 sind die Abmessungen, 5 Volt DC. So, und ich zeige jetzt mal das Resultat, wie das nach dem Umbau aussieht. So, also ich denke, das ist ja mal richtig qualmend, sieht auch schon mal ganz gut aus und ich zeige euch dann jetzt auch gleich mal, wie das von innen aussieht. Der Umbau hat noch einen großen Vorteil, man hört dieses typische Geklacker, sag ich mal, von der Originalpumpe nicht mehr. Wie gesagt, weil dieser Mechanismus ausgebaut ist und der eigentlich relativ laut ist und es macht ja immer klick, klack, klick, klack, klick, klack. Und ich denke, das ist dem Gesamtsound von dem Panzer ziemlich abträglich. So, das Ganze hier jetzt nochmal und ich lasse jetzt dann auch mal den, oder drehe den Sound jetzt auf dem Panzer dann auch mal ab, dass man hört, wie ungefähr, wie laut der Lüfter ist, der natürlich noch leiser wird, wenn er eben dann, dass die Abdeckung noch drauf ist. Wie man sieht, fängt es auch gleich wieder schön das Rauchen an. So, und jetzt drehen wir mal den Sound ab. So, ich denke eigentlich, dass das schon wesentlich angenehmer ist wie das Klackern der Originalmechanik. So, so sieht das Ganze dann von innen aus. Man sieht hier den Mikrolüfter. Der wird bündig hier draufgeklebt mittels Heißklebepistole. Das heißt, bevor man das tut, macht man diese Führungsschienen, sage ich mal. Hier zwickt man mit einem Seitenschneider ab, schleift dann diese Fläche hier noch ein bisschen gerade, damit man eine schöne Anschlussstelle bekommt. Klebt das Ganze dann drauf mit eben Heißkleber. Man achtet darauf, dass die Seite mit der Beschriftung auf dem Lüfter nach innen kommt, also hier drinnen. Von dieser Seite her sieht man dann eben dann die Beschriftung des Lüfters, damit die Richtung auch stimmt. So, angeschlossen wird das Ganze dann hier einmal Plus, hier einmal Minus. Die vorhandenen Kabel vom Motor klipst man hier eben einfach ab von den Widerständen. Was noch zu sagen ist, die Mechanik, die hier drin ist, unter diesem Deckel, man schraubt das auf hier und nimmt die Zahnrädchen raus. Warum? Weil die Achse von den Zahnrädchen nämlich hier sonst im Weg steht und man bekommt diese Pumpmechanik nicht mehr eingebaut. Jo, das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen. Viel Spaß beim Nachbauen.